Ja, kurz zur Erklärung für die Erweiterung der Zahlenwelt. Einmal haben wir hier die vier Pakete, wo wir mit den natürlichen Zahlen anfangen und dann zu der Menge der reellen Zahlen kommen am Ende. Und zeitgleich mache ich es noch auf dem Zahlenstrahl vor, damit man weiß, wo man eigentlich dran ist. Grundsätzlich fängt man an, ganz am Anfang, mit den natürlichen Zahlen. Und das wäre eben 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ganzzahlig, nicht negativ, 6, 7, 8 und so weiter. Als nächstes kam dann entsprechend dazu minus 1, minus 2 und so weiter. Das heißt, eigentlich entsprechend diese Zahlenreihe nur mit einem Minus davor. Nichts mit einem Bruchstrich, sondern wirklich nur die Zahlen, die man bisher kennengelernt hat, mit dem Minus davor. Und dann hätten wir die Zahlenwelt alle ganzen Zahlen. Ganzzahlig negativ, ganzzahlig positiv. Der nächste Schritt, irgendwas scheint hier offensichtlich noch dazwischen zu sein. Dazwischen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Der erste Schritt war, und das soll hier deutlich gemacht werden, natürliche Zahlen, die haben wir erweitert um die negativen Zahlen. Und jetzt kommt noch so ein Packen dazu. Das sind im Prinzip Zahlen, die dazwischen liegen, in Anführungsstrichen, aber als Bruch geschrieben werden können. Also zum Beispiel 7,8, 6, 7, 8, 7,8 liegt hier und 7,8 kann ich als Bruch darstellen. Diese Erweiterung, das geht natürlich dann eben auch irgendwo im Negativen, macht dann die Menge der rationalen Zahlen. Wie ihr sicherlich seht, die natürlichen Zahlen sind enthalten in den ganzen Zahlen. Also kann man entsprechend schreiben, falls ihr das dann mal seht, natürliche Zahlen enthalten in den ganzen. Genauso kann man dann jetzt erweitern, nicht dass ihr euch da irgendwie durcheinander bringen lasst, natürliche Zahlen sind enthalten in den ganzen Zahlen, sind enthalten in der Menge der rationalen Zahlen. Und die letzte Erweiterung sind dann entsprechend, wie zum Beispiel Wurzel 2 der Ausdruck, als irrationale Zahl. Wurzel 2 ist ja ungefähr, ich kann die Zahl nicht eindeutig angeben, weil 1,41 Pünktchen, 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 sie ist unendlich lang, sie hat kein Ende, lässt sich nicht als Bruch darstellen. Das ist ganz wichtig, falls ihr auch über periodische Zahlen gesprochen habt. Und diese Erweiterung zu den ersten dreien macht dann die Menge der, ich schreibe es mal hier hin, reellen Zahlen. Sprich, alle natürlichen enthalten in den ganzen, enthalten in den rationalen Zahlen, enthalten in reellen Zahlen. Wurzel 2, Pi, falls ihr es noch nicht gesehen habt, werdet ihr die Zahl kennenlernen. Auch Pi lässt sich nicht als Bruch darstellen. 3,14 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Im Prinzip könnt ihr da einen neuen Job antreten, indem ihr weitere Nachkommastellen von Pi berechnet. Werdet ihr nie arbeitslos, denn es gibt kein Ende. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wo ihr angefangen habt. Mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. erweitert um die negativen Werte. Dann Brüche, die rationalen Zahlen und noch Wurzel 2 Pi, Zahlen, die sich entsprechend nicht als Bruch darstellen lassen, sodass wir dann komplett sind mit der Menge der reellen Zahlen. Alle, die dann über den Schulstoff hinaus noch weitergehen, werden dann, das lasse ich hier aber sein, dafür gibt es ein eigenes Paket, die werden dann noch durchnehmen, die Menge von den komplexen Zahlen. Das kann man aber im Schulstoff hier eigentlich außen vor lassen.